Einen wunderschönen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Palworld zusammen mit dem lieben Istra. Guckuck. Guckuck. Ja, ich wollte euch eigentlich eben noch eine Kiste zeigen. Das hatte sich denn gerade erledigt. Da kannst du auch fünfmal Feuer darunter spucken. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, ich auch nicht. Also, das ist so eine Verkettung von ganz eigenartigen Zufällen gewesen. Nein! Ja, genau. Also, was haben wir vor? Wir fliegen jetzt hier ein bisschen durch die Gegend. Dank Istra habe ich ja ein Flugviech. Und guck mal, dass wir nochmal Pauls fangen und eventuell sogar so einen Drachen, wie er ihn hat, weil den finde ich echt cool. Und, guck mal. Nein! Oh, guck mal da! Das snacken wir hier natürlich mit. Ein grünes Teil, eine Liftmuck-Statuette. Was mich natürlich auch reizen würde, ist nach ganz oben links auf die Insel mal rauf, ne? Zur vergessenen Insel. Ganz oben links? Ja, also ein bisschen auf die vergessene Insel einmal raufgucken. Da, wo ich gesagt habe, wo wir starten sollten eigentlich? Genau. Ah. Wollen wir da mal rüber? Anders. Ganz oben links. Ach so, da. Oh mein Gott. Wollen wir uns nicht an den nächsten Punkten teleportieren? Ich weiß ja nicht, wie weit du rankommst. Ich war ja schon ein bisschen... Reden wir nicht drüber. Also ich komme bis zu den Sphären das Eis. Ich teleportiere mich vor und du dich hinterher über die Karte. Was hältst du denn davon? Eis... Keine Ahnung, was du meinst, aber jo, mach mal. Naja, ich teleportiere mich, du drückst M und siehst, wo ich rauskomme. Okay. Eigentlich nicht schwierig. Ja. Eigentlich. Ja, Stinker. Eigentlich sind Kisten auch was ganz Schönes. Och. Bisschen Spaß muss sein. Ach du meine Güte. Okay. Jo, also... Ja gut, ich komm dann hinter dir hinterher. Deswegen nehme ich so... Ne? Oh. Ja, vielleicht... Gox ist faul, ja. Siehst du das? Gox kommt seiner Arbeit hin, ja? Ja, ja, ja. Aber wir waren auch schon lange nicht mehr in dem Lager, deswegen... ach ja, ich habe ein zweites Lager errichtet. Oh! Ja, dann können wir doch den Pinguin noch gleich machen, weil antike Dinger und so... Da bin ich aber mal ganz stark für. Komm, dann nehmen wir direkt mit. Moin. Hallo? Oh. Cool. Pack ihn dir. Oh. Ah, hallo? Versuch ihn mal zu fangen. Hä? Au. Bin gleich down. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Aber ich habe ihn. Oha. Alter Falter, was war da los? Ja, mein Viech ist anscheinend von Level 5 mal kurz auf Level 10 hoch. Oh, krass. Entschuldigung. Puh. Das war... Entschuldigung? Knapp. Hä? Lol. Ich chill hier unten noch so ein bisschen, wird's mir hochhelfen? Wann bist du denn umgefallen? Nachdem ich erst vereist wurde und von irgendjemand anderes von den Pinguinen mal in die Schnauze gekriegt habe. Hast du ihn wenigstens gefangen? Ja, ich hab ihn. Oh, cool. Dank der von dir gesponserten Megasphäre war das natürlich auch nicht so das große Problem. Jo, ich hab gerade so überlebt. Also, die hatten auf jeden Fall Bock, ich noch irgendwas im Inventar, was ich mampfen kann? Nö. Okay. Du solltest übrigens auch mal was essen, dein Leben. Ja, Essen bringt nichts. Das weißt du, oder? Doch bringt's. Aber nur sehr langsam. Am schnellsten geht's, wenn du ins Bett gehst. Und ich glaube, es gibt auch Heiltränke, oder? Gibt es Heiltränke? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das gar nicht. Ich habe noch nie Heiltränke benutzt. Das gibt nur einen Weg, um das Ganze rauszufinden. Wir scrollen hier einmal durch den Talentebaum. Kratzen uns ganz wichtig hinterm Kopf. Ist aber ganz wichtig, dass man das macht. Ich kann ja einfach mal was abwerfen, weil ich habe was im Inventar, deswegen also.
Gönn dir ein bisschen Brot. Oh! Da snack ich doch direkt rein hier. Was ist da? Ja, dann würde ich sagen, weiter im Text, wa? Rennen wir mal in... Von dem generiert es ja eh, also von daher. Welche Richtung müssen wir denn? Aber ich glaube, an einem Feuer wird sich schneller regenerieren. An einem Feuer? Ja. Du bist zu... So. Hier. Ja, du bist zu nah am Bossraum. Bla, bla, bla. Unsere Pauls hätte er wenigstens mal mit helfen. Nein! Und, geht schneller? Oder? Weiß ich nicht, ne, tut's nicht, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Fühlt sich so an? Hey, ich bin ja full life. Echt? Ja. Ach so, na dann. Dann ist egal. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir weiter darüber kommen. Gucken wir weiter. Nein! Doch! Oh! Du fliegst vor. Ich wollte gerade sagen, soll ich eventuell vorfliegen? Ja, dann aber auch in die richtige Richtung, glaube ich. Ja, wir müssen da hinten lang. Okay, cool. So, jetzt zünden wir den Booster und jetzt geht das hier richtig rund. Ja. Ich hab dich aus den Augen verloren. Ist das schlimm? Ich bin unter dir. Hell? Cool. Ich habe schon wieder ein Ei gefunden. Mhm. Also nicht meins. Mir springt auch ab und zu eins. Ich will das Ei hier oben haben. Wenn wir hier schon sind, nehme ich das Ei doch mit. Naja, klar. Oh, eine Kiste! Stürmkartoffel. So, in welche Richtung ist das? Ich habe einen Silberschlüssel. Falls wir wieder eine Kiste öffnen müssen. Da? Nee. Hier ist auf jeden Fall ein Level 20er Viech. In die Richtung. Hat das Flügel? Oh, es hat sogar Flügel. Was? Ich will's fangen. Das ist doch nicht Level 20, das ist Level 30. Also bei mir steht Level 20. Echt? Ja. Oh. Ist es der Und Boss? Gefangen. Oh, okay. Nee, du bist ein bisschen weiter hinter mir. Ach so, den Boss meinst du? Ja. Nee, Tatsache. Deswegen dachte ich gerade so, willst du jetzt den Boss fangen? Oh, neues. Nice. Den habe ich ja schon. Den Dank Level dir. 30er haben wir noch nicht. Nee, nicht den Level 30er, den Level 11er. Nee, ich meine, da müsstest du gerade vorstehen. Bei den Level 30er. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber er schläft ja gerade, ne? Liga der Pal-Freunde. Anfänger, Level 19. Hallöchen. Hast ja eigentlich nur 2000 Lebenspunkte, ne? Ist ja eigentlich noch nicht viel. Alter, wie weit bist du denn vor? Holy moly. Wollen wir ihn machen? Was meinst du? Bin ich mal ansatzweise in deiner Nähe. Ja, ich warte ja auf dich. Aber wie weit bist du denn zurückgeflogen? Da kommst du doch schon. Ach, das ist der Drache. Hä? Warum nimmst du die Kiste hier nicht mit? Weil ich die Kiste nicht gesehen habe. Oh, na gut. Ich schon. Okay. Ach, das ist der Drache, den ich da habe von mir. Der sanfte Himmelsdrache. Da wollte ich natürlich auch nicht nein zu sagen, ne? I.
bin mir noch nicht sicher, ob wir ihn schaffen, aber wir können es versuchen von mir. Allerdings steige ich dann definitiv ab. Und wechsle auf jeden Fall das Vieh, weil... Ich glaube, er verreckt sonst. Dann komme ich nicht weg und das wäre kacke. Na dann. So. Oh. Sollte vielleicht auch einen Bogen in die Hand nehmen. Also ich nehme die Armbrust. Ah, meine ich doch. Okay, und dann direkt auf den Kopf. Moin. Oh je. Feuer. Feuer. Oh. Ich möchte nicht flambiert werden. Jo, mein Vieh ist fast down gewesen. Ist natürlich sehr uncool. Oh Gott. Alter Falter. Du wolltest ihn ja unbedingt. Ja, aber ich glaube, den schaffen wir. Oh mein Gott. Auf Akku auf mich zu haben. Mein Gott. Also meine Viecher sind alle fast down. Hier, komm, ich opfere dich. Geh weg von mir, Mann. Zieh dich. Nein, du hast kein Agro auf ihn. Oh. Ah, 4%. Jupp, ich lieg. Oha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Der muss weg. Bin ein bisschen flambiert. 12 Sekunden noch, dann bin ich dunkel. 9, 8, 7. Seh dich nicht 6. mal. Hinter dir! Alter, in der letzten Sekunde. Hm, kannst du knicken. Ich werde jetzt sterben. Naja, wir haben es versucht. Du wurdest von deinen Pauls getrennt. Ja, du hast alles verloren. Juhu! Nice. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Spaziergang, wir beide, ne? Hm. Einmal ins Bett zum Schlafen. Jo. Nichts. Da machst du absolut nichts, machst du da. Außer dumm gucken. Bin immer falschen Dings gestartet. Bist du falschen Dings gestartet? Ja, bin im anderen Lager. Ha! Du hast natürlich dich da dran, ne? Ja, aber schlafen sollte man trotzdem, weil kalt und so. Ich mach mal schnell Reise zum anderen Lager. Ich komme mal bei dir raus. Hä? Ich lieg jetzt. Ich schlafe. Ist hier eine Hütte im Bett? Natürlich. Nein, nicht. Deswegen habe ich mich hier zurück teleportiert ins Hauptlager. Oh Mann, ey. Aber es wird übrigens gerade Tag. So, dann gucken wir mal, wie wir da am dümmsten rüberkommen. Oh je, Mini. Happy Birthday. Aber das gehört damit zu, Freunde. Das gehört damit zu. Alle Pauls weg. Bam. Oh oh. Och, Glück gehabt.
Ein Hoch auf den nicht vorhandenen Fallschaden, den wir gerade nicht gekriegt haben. Den wir gerade gekriegt haben. Und er hatte nur noch 200 HP, weißt du? Hä? Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott, ich werde angegriffen. Ich auch! Tschüss! Oh, was hat sich denn hier versteckt? Aua, lasst mich doch in Ruhe. Ich tue euch doch gar nichts. Oh, nee. Jo, alles klar. Ach, GG. Ich komm niemals zu meiner Leiche. Na, hatte ich auch so ein Flatterviech angegriffen? Nö, mich haben irgendwelche Ritter angegriffen. Ritter? Ritter ist aber uncool. Zu der Statue. Kiste. Statue. Oha. Ärgerlich. Erst zur Statue, dann zur Kiste, dann zur Leiche. Alter Falter, die battle sich ja richtig hier vorne. Sagen, Ausdauer regenerieren bitte. Wir nehmen hier mal ganz freundlich eine Abkürzung. Ah. Renne ich in die falsche Richtung? Mies. Mies, mies, mies. Oh, Junge. Oh, Junge. Da bist du. Cool. Also bist du jetzt auch bei anderen Rittern gewesen. Ja, aber ich habe ihn ausgetrickst. Okay. Ah, so. Mein Freund. Oh, wow. Super. Oh, hier ist eine ganze Zeltgemeinschaft von denen. Ah. Das ist der Vorteil, wenn man fliegen kann. Junge, Junge, Junge. Das ist der krasse Vorteil daran, wenn man fliegt. Man fliegt einfach über alle drüber. Hurra! Wie war das? Ich konnte mal fliegen. Ich auch, jetzt kann ich nur noch klettern. Aber immerhin kann man noch klettern. Ach du meine Güte, hier ist die Zeltgemeinschaft. Oh Gott, ich bin zu der Zeltgemeinschaft. Oh, ich hab ein Ei. Dein Ernst? Ein düsteres Jumbo-Ei, oh. Oh, knapp. Knapp am Hintern vorbeigesammelt. Ah, geschafft. Cool. Der Dicke ist auch wieder da und hat wieder volles Leben. Dennis, das greift ja nicht an, wenn du ihn nicht angreifst. Ich werde einen Teufel tun. Oh nein. Die Fliegeviecher greifen einen noch an. Oh nein. Aua. Ich war gerade bei meinen Viechern. Und dann? Ja, dann tot. Oh. Nice.
Ich bin ja hellauf Begeisterte. Ja, ich auch. Oh, ganzen Weg umsonst. Ja, danke, ich war auch schon da. Dann habe ich einen Pfeil in den Rücken gekriegt. Dann war ich weg. Mich hat irgendein Viech angegriffen, weil es Agro auf mich hatte. Ja. Da war ich natürlich ganz schnell weg. Mit der Hälfte an Lebenspunkten machst du nichts. Oh, geile Kiste. Loot! Yay! Yay, mit einer Gigasphäre. Gigasphäre. Whatever. Oh Gott! Gott, nein. Kommst du raus, hast du direkt die nervigen Kacklappen an den Backen. Deswegen habe ich mir ein Vieh mitgenommen. Dann ist auch noch alles voll von denen hier. Sieht der wenigstens aggro? Oh Gott, der hat auch noch aggro. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche Tasche meine ist. Die linke. Aha! Oh mein Gott, er ist auch noch hier. Hilfe! Wie soll ich da denn langkommen? Oh Gott. Oh Gott. Bitte lass den Schirm ausgerüstet haben. Oh Gott. Ich muss hier weg. Oh. Oh. Okay. Mein Vieh ist tot. Das ist schlecht. Die haben so ein Viech gefangen. Okay, wenn ich das, dann muss ich ja mal in den Käfig ran. Da. Aber nicht jetzt. Schleich mich jetzt erstmal ganz kackenfrech über die Berge. An den Schmetterlingen vorbei. Oh, seid ihr süß. Ich glaube, das fährt noch Aggro auf mich. Also noch ganz. Oh Gott! Also. Wenn du dich jetzt rangehst, könntest du vielleicht noch kriegen. Oh, aua. Oh ja. Das Viech hat ja wirklich Aggro auf dich. Ja, also. Ich schleife mich von der anderen Seite ran. Oh, schnell, schnell, schnell. Ausdauer, wo bist du? Jetzt habe ich keine Agro mehr. Tschüss. Wo bist du? Ich bin nach unten gesprungen. Ich versuche gerade wieder hochzukommen, aber es ist gar nicht so leicht ohne Flugtier. Du hast ein Flugtier nicht mehr. Ich bin über dir. Ja, ich habe mein Flugtier nicht mehr. Mein Flugtier ist weg. Oh. Also, was heißt weg? Es ist nur im Lager, weil ich keinen Platz dafür habe. Ein Paul in deinem Team ist hungrig. Achtung, die Viecher machen gleich Agro. Aber wenn du bei dem, ne, eigentlich nicht, wenn ich hier drauf sitze. Dann kannst du ja das Ding hier holen. Wenn du über mir bist. Ja, ich bin schon hinter dir. So, weil hier so ein Teleport. Den habe ich tatsächlich schon. Den habe ich mir gerade eben auf dem Weg hierher gesnackt. Du hattest mir doch Brot gegeben, ne? Da. Geh auf jeden Fall zurück mal kurz ins Lager und hol mir das Flugvieh wieder. Weil das andere Vieh habe ich gerade grundlos geopfert. Naja. Ja. Hätte besser laufen können, muss man dazu sagen. So, aber ich komme auch mal schnell mit ins Lager. Einmal die Rüstung reparieren. Hätte Fahrradkette. Du, machst du nichts, guckst du zu, ne? Gehört damit zu. Er hat uns aber auch gegeben, mein lieber Schwarm. Mission läuft. Mühle wird gebaut. Kampfunfähig. Ah ja. Okay.
setzen wir den ein. Ja. So, der braucht 9 Minuten oder 10 Minuten, besser gesagt, bis er wieder da ist. Das nutzen wir dann gleich und gehen hier mal an den Reparatusi. Ja, gute Idee. Gott, das ist ja alles kaputt. Naja, nachdem wir so eine Schelle gekriegt haben, ist das wohl kein Wunder, ne? Also das wundert mich absolut gar nicht. Ich glaube, wir sollten in der Zwischenzeit, während wir unterwegs sind, mal ein paar Bolzen herstellen lassen, glaube ich. Du brauchst Pfeile? Ja, ich habe nur noch... Du brauchst keine herstellen. 57 Stück. Guck doch einfach mal in die Kiste. Die mittlere. Oh. Und hier sind auch noch 77 drin. Also das Vieh draußen gibt dir Polsphären, Pfeile und Geld. Nein. Deswegen brauchen wir keine Pfeile. Da beschwere ich mich jetzt auf jeden Fall absolut gar nicht. Mhm. Ach so, hier draußen habe ich in den Kisten Eier gesammelt, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Draußen in den Kisten hast du Eier gesammelt? Oh, in allen? Ja. Ah, hast du die farbig sortiert, ja? Ja, natürlich. Das sind ein paar. Alter. Direkt volle Eskalationsstufe hier. Andere so, ach komm, wir spielen 2 Minuten. Ist doch so, bin fertig. Gar nicht. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Hier, da wo du mir eben gerade den Wegpunkt gezeigt hast, ne? Ja. Da hüpfe ich jetzt nochmal hin. Ich möchte noch ein paar Viecher fangen. Okay. Ich sortiere kurz meinen Kram ein. Okay. Ich wollte gerade sagen, willst du eventuell mit? Alter Ritualplatz. Da ist auch übrigens auch noch ein Boss. Die hat ja wahrscheinlich Level 45 oder so. Was? Wo? Alter hier? Alter Ritualplatz. 28. Oh, steht auch drüber. Hätten wir es da hingehen sollen, oder? Oh Mann, ey. So, ich werde mich jetzt aber auf jeden Fall ganz kurz bei den Liga der Pal-Freunde, Leute, bedanken. Ah, schön. Mhm. Oh, mir ist warm. Lol. So, Ei niedergestreckt. Nein, warte, ich will den fangen. Nein, doch. Oh. Wow, 1%. So, Kollege, ich glaube, du kommst jetzt mal weg. Du bringst mir nämlich gar nichts. Ja, ich liege. Wen hast du versucht anzugreifen? Also erst habe ich die Liga der Pal-Freunde weggemacht und dann habe ich versucht, eins von diesen anderen Viechern zu fangen. Das fanden die nicht so geil. Und ja. Aber dann ich... Robisch. Ja, genau, die haben mich gleich zu zweit angegriffen. Wo bist du? Ja, bei der Statue gleich. Ach, da oben. ach, da. Moin. Moin. Ich sag mal danke, ne? Jo. Alk hilft. Er ist gut. Oh, ich helfe dir. Und er auch. Oh lol, Bildschirm erstmal voll. Moin. Hier, so ein Floppe wollte ich mir fangen. Das hat aber gar keinen Bock drauf. Oh. Ich wollte es nicht töten.
Es tut mir so leid. Au. Weiß nicht mal, wo du bist. Oha. Weiß nicht mal, wo mein Viech ist da. So, 30%ige Fangwahrscheinlichkeit. Na komm. 60, es hat sich befreit. Dann muss es sterben. Warum benutzt du keine Giga? So, 46%. Stimmt, ist eine gute Idee. 70? Ich hab's. Ich weiß nicht, also bei Gigasphären, ich bin immer noch so ein bisschen vorsichtig. Ich habe nur 8 Stück, weißt du? Ich will die nicht verpulvern und so. Dafür haben wir das Eisenlager. Das ist ein Argument. So, jetzt müssen wir erstmal hier irgendwas einschmeißen wieder. Du kannst ja auch daraus ein Flugvieh machen. Ich weiß ja nicht, ob die vielleicht besser sind. Oh. Du? Das hat sich gerade erledigt. Ist das jetzt eigentlich der Family Bucket oder? Ja gut, sage ich jetzt auch nicht nein, weil Fleisch und Lena. Komm da runter jetzt. Kommt da gleich. Nur tot. Ach Mann, so. Ich hab ihn übrigens auch noch nicht. Hier unten ist ein Fragezeichen. Irgendein Viech mit einem Fragezeichen rennt hier unten rum. Und das ist auch wieder so eins. Willst du auch so eins? So eins. Das ist so ein Floppy. Wer kennt sie nicht? Die gute alte Floppy. Du. Hast dich erledigt. Ja. Was soll ich sagen? Also, Ich sag das nur äußerst ungern, ne? Der Strahl ist schon gut. Alter, hast du den gerade one-shotted? Ja. Mit was schießt Kopfschuss? Du bitte? Kopfschuss. Hier, so ein Brister brauchen wir auch noch. 40%. Wird schon schief gehen. Wird nicht schief gehen. Ach, verdammt. Okay, nochmal. Okay, nee, geht nicht. Nein! Nein! Komm schon. Sag mal. 42%. Nein. 43. 70. Hab ihn. Ach, da ist der nächste. Menno. Und tschüss. Mein. Oh, dein Na, Ernst? 38%? Na komm, komm, komm. 70? Hab ihn. Ist klar. Warum auch nicht? Ich muss ja auch mal Glück haben. Ja, ist okay. So. Und den Schmetterling haben wir hoch. Wir sollten uns absprechen. Ich denke auch. Komm, jetzt du mit Schmetterling. Reizen Prozent ist ja nichts. Nope. Ja, ich sag mal so, ciao. Nein. Aha, ich wollte gerade sagen, nutz die Chance, nutz die Chance. Ich krieg ihn nicht. Kann doch nicht. Doch, kriegst Komm du. Schon. Okay, doch. Hier um die Ecke steht noch ein Level 14er Akai, der. Achso, das ist meiner. Obst. So, wolltest du auch so einen Brista haben? So einen Brista? Oh ja. Ja, komm denn. Tschüss. Sind auch ein paar da. Oh, ich schieße immer dahinter. Ich muss doch vorhalten, muss ich doch. Zack, Boom, Treffer. Ja. So, schnapp ihn.
Lol. Ich bin gerade an einem anderen dran. Ach so. Aua. 16% ist ja nicht so viel, wa? Oh, hab ihn. Cool. Ja, da unten rennt auch das andere dicke Viech, ne? Ja. Hier vorne um die Ecke. Ich hab grad was Grünes entdeckt. Oh. Da gibt's natürlich kein Halten mehr. Gut, ihr Lieben, aber ich würde sagen, wir nutzen die Chance und machen hier erstmal einen kleinen Cut rein und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, macht's gut und bye bye. Ciao, ciao.